Hallo Leute, ja, wir sind in Oxygen. Wie ihr seht, die Blaupausen sind weg. Leider ist eben mir das Spiel abgeschmiert. Das heißt, ich habe die Blaupausen vorhin schon mal genommen. Das waren, glaube ich, 4 Stück an der Zahl. Modrak meinte eine und dann ist die Woche rum und dann gibt es wieder eine neue und keine alten, die werden wieder gelöscht. Aber war wohl nicht so. Ich konnte 4, ich schneide sie euch vielleicht gleich vor dem Logo noch rein und dann müssen wir weitergucken, wie es ist. Ne? Ja. War jetzt ein bisschen doof, dass das abgeschmiert ist, aber naja, ab und an kommt das vielleicht mal vor. Wir haben jetzt hier gleich noch die Möglichkeit, einen Dupe zu nehmen oder irgendwas anderes. Das gucken wir uns alles nach dem Logo dann an, ne? Also kurz reingeschneit, was es da gegeben hat und danach das Logo. Wir haben hier eine neue Blaupause, die ich diesmal dran denke, dass wir die kriegen. Schalten wir die frei, drucken wir die und was gibt es? Mudmatsch Fitness Socken. Atmoaktive Socke mit schwottiger rosa Streifen. Schuhwerk, gewöhnlich. Alles klar. Haben wir die auch gekriegt, ne? Dann würde ich sagen, schaut's Logo und dann gehen wir rein ins Spiel. Wir können mehrere machen. Machen wir es nochmal. Heller Retro-Wandtopf. Vertikale Gärten sind ziemlich raffiniert. Okay. Ich kann noch mehr drucken. Ich dachte um einmal die Woche. Khaki-farbenes RLT-Anlagenhemd. Entwickelt, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Hört sich ja cool an, ne? Okay, neue Blaupausen wurden freigeschaltet. Puffschutzanzug. Tiergerechte Schutzausrüstung für den unerschrockenen Entdecker. Okay. Alle verfügbaren Blaupausen wurden abgeholt. Ah, jetzt haben wir immer alle mitgenommen. Ne? Es sind ein paar Wochen wahrscheinlich vergangen, seitdem wir gespielt haben. Vielleicht speichert er das doch ab. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Da unten. So ein Hilfspaket. Oder ein Dupe. Aber einen Dupe wollen wir nicht mehr, weil da haben wir nicht genug zu essen und trinken, meinte Mordrak. Er kriegt da wahrscheinlich ein Herzkasper. Und dann würde ich das Hilfspaket hier, diesen Draglet, nehmen, weil da kriegen wir Schuppen und dann können wir noch einen Anzug daraus machen oder wie war das, ne? Wie die aber jetzt irgendwo hinkommen, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Schauen wir dann. Draglet. Auf der Suche nach Nahrung. Pinchpfefferpflanze, Balsamlilie und Mehlholz. Alles das, was ich nicht habe. Wahrscheinlich stirbt er so. Wenn, dann wird es das vielleicht hier unten irgendwo geben. Ah, lass ihn suchen und ist gut. Der ist jetzt gekommen und es passt. Unten haben wir auf jeden Fall Öl. Da müsste auch noch eine Pumpe hingebaut werden. Die fehlt hier auch noch. Hatten wir das nicht schon mal in Auftrag gegeben? Kann sein, dass wir es nicht gemacht haben, ne? Weiß ich nicht. Ach, Mordrak hatte geschrieben hier noch, ne, dass man das hier weggraben kann, indem man das Feld daneben wegmacht. Das würde bedeuten, wir gehen mal gerade hier rein, bauen hier einen Ziegel hin und da einen Ziegel hin und dann können wir den da machen. Und hier können wir auch einen Ziegel hin machen, ne, da können wir nicht hin machen, weil das erst weg muss. Ah, da haben wir letztes Mal auf jeden Fall noch was gemacht. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Das sind wohl die Viecher hier, ne, die den Krach machen. Okay. Was wollte er jetzt noch? Granit, okay. Ja, da soll auch aufgeräumt werden. Wunderbar. Gut, wir haben ein Wasserproblem. Das steht auch definitiv fest. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich in dem ersten Abbruch gesagt habe und was jetzt hier nicht ist. Wir gehen erstmal nach ganz oben. Oh, hier wird auch tatsächlich schon gearbeitet. Sehr gut. Hier war, Asteroiden können da einschlagen, kriegen die Dupes auf den Deckel und sind tot oder so. Dieses hier, das bricht auch alles zusammen, da muss man auch aufpassen, dass sie sich nicht so doof anstellen, hat der Mordrak geschrieben. Und sonst ist hier auch ziemlich warm, also so sollten die nicht rausgehen, aber wir haben das hier ja zu. So, jetzt ist hier dann die Frage, wie geht's hier weiter, dass wir da runterkommen, ne? Da müssen die noch bauen. Da kommt aber auch schon jemand und baut tatsächlich Kamill. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Wir graben das dann frei und dann kommen wir langsam, aber sicher an unser Wasser, was wir brauchen, ne? Das war schon mal das. Was war noch? Ja, es geht noch irgendwie mit dem Wasser, braucht man auf jeden Fall immer so eine Handpumpe, die wir jetzt schon mittlerweile nicht mehr haben. Da müssen wir uns jetzt schnellstens dran drum kümmern. Die Idee war jetzt allerdings nach unserem Filter, wo ist denn der jetzt? Hier, irgendwo einen Auslass zu bauen, der dann gesteuert ist, dass wir dort
so einen Auslass irgendwo haben und dass das Wasser dann da rauskommt aus dieser Leitung mit dem gefilterten Wasser. Ja, hier ist das zu Ende und ich glaube, es wäre sogar sicherlich gut, wenn das hier wäre. Warte mal, ich will aber Flüssigkeitsregler. Ich glaube, den. Oder kann man den Auslass steuern? Automatisierungseingänge hat er. Gut, das heißt, ich brauche eigentlich. Jetzt ist es weg. Wenn er einen Automatisierungseingang hat, ne? Dann brauche ich irgendwo nur so einen Sensor mit Flüssigkeit. Gaselement. Flüssigkeitselement hier hin machen. Werde die beiden verbinden und wenn der hier Flüssigkeit hat, geht der zu. Das heißt, wir brauchen noch so ein Automatisierungskabel auch. So. Und dann müssen wir den gleich noch einstellen. Wenn er gebaut ist, ne? Lass den mal schneller bauen. Ah, da kommt schon jemand und macht das. Weil hier brauchen wir ja sowieso auch Wasser drin, ne? Wegen, sag schon, ne? Dass das Oxalit hier nicht verschwindet, weil das dunstet aus, würde ich jetzt gesagt, ne? Und wenn hier Wasser drin ist, kann das nicht passieren. Gleichzeitig müssen wir gucken, dass hier auch eine Pumpe dann ist. Vielleicht ist der jetzt zu niedrig, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Mal gucken, wie ich das steuere, weiß ich noch nicht. Er ist auf jeden Fall da. Jetzt wäre es schön, wenn das hier vorangeht. Auslauf, den wollte ich auf 8 stellen mal. Hier haben wir ja schon mal Wasser drin, das muss auch so bleiben. Was haben wir denn hier für welche? Kompakt-Pufflet-Ei. Das ist einer, ne? Okay. Das heißt, wir haben dann noch welche, die dann auch Sauerstoff machen. Die müssen wir definitiv woanders ausbrüten und wie das aussieht, können wir das ja auch hier machen, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Da muss noch ein Steinchen hin. Dann ist das Ding ja hier schon zu. Und den Raum würde ich jetzt mit den beiden nutzen, oder? Obwohl hier wäre, weiß ich auch noch nicht. Ach, hier ist ja sogar offen, ne? Hier ist ja gar keine Schleuse. Das ist ja nur eine Tür. Hier haben wir zwar eine Schleuse gebaut, das macht aber ganz wenig Sinn jetzt hier. Okay. Der ist jetzt schon mal fertig. Auslauf. Aber wie funktioniert der nur? Ja, jetzt ist er fertig, ne? Der ist jetzt zu. Okay. Weil er angeschlossen ist an dem Automatisierungskabel wahrscheinlich. Machen wir alles schneller hier mit dem Automatisierungskabel. Prio annehmen auf 8 für diese Leitung. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Pumpe muss da dann aber auch noch hin, ne? Und ob das funktioniert, ist dann noch eine andere Frage. Na super, passt da gar nicht rein. Aber vielleicht passt es ja so da rein. Schauen wir mal. Vielleicht reicht das dann ja. Okay, das sieht so aus, als ob das funktioniert. So, wie funktioniert das nun wirklich? Flüssigkeitsausgabe, alle. Nichts. Flüssigkeitsausgabe. Oh, ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich das haben wollte, ne? Er ist jetzt rot. Warte mal, das muss ich nochmal verstehen. Also ist kein Wasser da, deswegen ist er rot, richtig? Ist hier auch stinknormales Wasser? Ja, ganz unten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Er müsste jetzt allerdings auch eigentlich an sein. Das Wasser müsste jetzt rauskommen. Ich glaube, das ist das Falsche, was ich habe, oder? Ich will ja keine gefilterte Flüssigkeitsausgabe haben. Ich will einfach nur, wenn da Wasser ist, dann macht das. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, ne? Braucht da irgendwer Strom dadurch jetzt? Nein. Ah, hier ist kein Anschluss vielleicht. Das könnte noch das Problem sein, ne? Rohrleitung.
So sieht's aus. Ist dann die Frage, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Aber notfalls kann ich das hier auch trennen, ne? Warte, dann ändere ich das aber wieder in Wasser. Also er erkennt Wasser. Dann gibt es ein grünes Signal. Aber ist das so richtig dann? Gute Frage, ne? Ah, da muss dann noch ein Gatter zwischen dann. Wo ist denn das Ding? Nand brauche ich. Keimsensor, Gefrier, Nichtgatter. Das ist es, was ich dann brauche wahrscheinlich. Ja. Kann man das drehen? Bestimmt, ne? Ich glaube, der müsste wahrscheinlich so rum sein dann. Dann muss ich den aber umändern wahrscheinlich. Das wird spannend. Jetzt muss einer das hier bauen, damit ich das testen kann. Rohr auf 8. Ist das Rohr auch auf 8 oder habe ich was anderes auf 8 gesetzt? Nein, das Rohr habe ich auf 8 gesetzt. Ach so, wird gerade geschlafen wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, ob das da so das ist, was ich brauche, ne? So, hier den können wir jetzt mal entwurzeln, ne? Beziehungsweise das weggraben. Und dann soll das funktionieren, hat Mordrak geschrieben, ne? Warte, guck mal, die Pumpe ist schon da. Aber kein Wasser. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Wir können schon mal hier zerlegen drücken dann, ne? Machen wir mal Rohr und dann müssen wir das gleich abbrechen wahrscheinlich. Noch passiert nichts. Kann das mal einer jetzt fertig bauen? Jetzt baut das keiner, ne? Ja, geht ihr mal essen. Aber hier muss noch einer da das fertig bauen. Ob das geht, weiß ich auch noch nicht. Sendet ein rotes Signal, ja, weil kein Wasser da ist. Das muss aber definitiv umgekehrt sein, ne? Schätze ich mal. Wir werden es gleich sehen, wenn ich so weit bin, wenn das hier gebaut ist. Guck, da ist wieder Oxalit runtergefallen. Kann mal einer hier bitte jetzt das Rohr fertig machen? Gasleitung? Ich hoffe, da passiert jetzt was, ne? Prio 9, mal gucken, dass wir es höher schrauben. Vielleicht macht Bird das jetzt. Ne, der läuft durch. Oh Mann, ey. Oh, da wurde jetzt gerade gebaut, aber jetzt fehlt das Röhrchen noch hier. Zack. Gehen wir hier zum Rohr, damit wir das wenn zerlegen können sofort. Aha, das heißt, das funktioniert sowieso nicht. Ah, warte mal, dann können wir das gleich schon mal umändern. Automatismus. Ich hoffe, so funktioniert es dann. Prio ändern. Und den muss ich gleich durchschneiden, oder? Mal gucken, wie weit die kommen. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Kann auch sein. Müssen wir mal gucken. Kommt da irgendwo einer? Wahrscheinlich nicht. Dieser Raum, der ist ganz toll, aber die Schleuse funktioniert nicht, weil hier offen ist, ne?
Kann das hier mal einer schnell fertig bauen, bitte? Ah, da wird Material gebracht, das ist schon mal gut. 25 Kilo Kupfer, das könnte auch noch ein Problem sein, ne? Wo ist es jetzt? Hier? Ah, jetzt wird es gebaut. Das Gatter ist fertig. Aber die Zuleitung noch nicht. Hier ist nämlich auch Oxalit, was weggeräumt werden müsste. Jetzt kommt wieder jemand und baut. Jetzt müsste es fertig sein und jetzt kommt auch Wasser durch. Jetzt müssen wir das zerlegen, glaube ich. Das Rohr ist offen, aber es kommt kein Wasser. Das Kabel auch zerlegen. Das Kabel auch zerlegen. Ja, das ist, weil es wahrscheinlich ein. Ich habe einen Loop gebaut. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Wasser. Jetzt ist es rot, jetzt ist es grün. Wasser ist da, es ist grün. Ah, das hat wunderbar funktioniert. Genauso wollte ich das, glaube. So, jetzt ist die Frage, pumpen können sie auch, oder? Hier fehlt Strom. Naja, das. Ich glaube, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Wir haben da jetzt Wasser drin. Es hat jemand gerade irgendwas ein bisschen gepumpt. Das Teil ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Vielleicht muss ich den höher bauen. Jetzt wurde da was gebaut und das wird jetzt gefiltert, ne? So, hier sind wir auch fertig. Das heißt, lass mal da unten aufräumen. Ja. Hier machen wir auf, oder? Hier muss Wasser rein. Da muss auch ein Brutautomat rein. Oder sollen die da rein? Wenn die da rein sollen, dann müssen wir es anders machen. Da wird jetzt gerade Schleim aufgenommen und der kommt da rein und dann wird da produziert. Und das läuft tatsächlich gerade. Wie sieht es denn mit Sauerstoff aus? War nicht ganz so schlecht, aber gut ist was anderes, ne? Ah, guck mal hier, das Wasser ist schon weiter. Das hat schon mal geklappt, jetzt müssen wir hier weiterbauen. Dann haben wir das da unten. Ah, das wird schon was. Das kriegen wir auch noch irgendwo hin, ne? Hatten wir nicht schon eine Pumpe da auch gebaut? Nee, das muss da unten hin, die Pumpe, ne? Ah, und da müssen wir dann da runtersteigen. Das ist auch noch schwierig. War hier irgendwie was mit Keimen? Nee, war nichts mit Keimen. Da müssen wir erst gucken, wie hoch der Wasserstand hier wird. Weil das haben wir ja abgebaut. Hier gibt es jetzt auch noch Algen, ne? Jetzt müssten wir vielleicht noch überlegen, hier den Schleim wegzuholen. Die Algen wegzuholen. Das können wir alles gebrauchen, ne? Ich glaube, da war auch nichts dran an dem, aber lass erstmal so. So, jetzt wird hier weitergebaut. Okay, da wurde was für die Leiter gebracht wahrscheinlich, ne? Wir müssten hier mehr Sauerstoff haben. Da kommt der nächste mit dicken Backen. Okay. Oh Mann, das macht einen ganz schön Angst und Bange, was hier passiert, ne? Schrubbwühlmauser, okay. Und da wird jetzt ausgehöhlt. Okay.
Ah, Leiter ist ein Stück weiter gebaut worden, okay. Buddy-Butt-Samen, keine Ahnung, was die machen. Können wir mal lesen. Aha. Blattgewächse, die sich wie ein Freund positiv auf Moral auswirken. Ah, okay, dann lass es mal da stehen, dann ist das ja gut. Oh Mann, ey. Das ist ja. Ah, da sehe ich das auch mal. So schlimm ist das, okay. Und es ist gerade ganz viel so, die da Einschläge sind, ne? Okay. Und dann sollte das weitergehen. Der sollte da runterkommen. Wir können mal hier schon einen Wischauftrag blau machen. Oh, da geht auch schon wischen. Okay, dann lass das auch wischen. Und da wischen. Das müsste ja irgendwie alles klappen, ne? Da können sie hoch, ja. Und hier können wir dann abbauen. Hier ist auch noch Schleim, der nicht kontaminiert ist, oder? Nein, was ist das? Da ist Vakuum, okay. Oh, da ist schon Hintergrund, oder? Dann bleiben wir da besser weg. Ich glaube, hier ist die Grenze dann besser. Okay. Das ist dann erstmal soweit gut. Da kommen noch welche, die machen noch was, aber wir machen erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.